Hallo und herzlich willkommen zu Uncharted 4. Wir sind im Hast dich Kapitel echt selbst? 12 Ich konnte und mir endlich anerkennen, so etwas wirklich Großes für dich. sind auf der Suche nach Averys Weißt du, Schatz wovon ich rede? in dieser hammergeilen Insel. So, letzte Folge haben wir ja eine krasse Verfolgungsjagd gehabt. Jetzt sind wir am Strand. Nate hat leider seine Frau angelogen, was ich natürlich nicht so toll finde. Ja, sie hat's herausgefunden. Nathan, Naja. da oben. Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. So, schauen wir uns doch mal um, was der Turm uns zu bieten hat. Ich guck mal, wie lange ich heute aufnehmen tue. Es ist jetzt 10 Uhr morgens. Ja, ich habe erst angefangen. Vielleicht werde Finden wir ich einen Weg zum jetzt Turm. Ja. ein paar Stunden aufnehmen und dann hochladen oder schon mal vorproduzieren für den nächsten Tag. Aber genug gequasselt, jetzt erkunden wir erstmal diesen Piratenparadies. Wie ein alter Aussichtsturm. Vielleicht sehen wir von da oben aus ja was. Okay, dann mal rauf. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, ob wir etwas sehen. Sepp, hier lang. Aber wir müssen auf jeden Fall hoch. Und dafür benutzen wir den Haken und springen hier drauf. Das sieht doch gut aus. Irgendein Symbol. Der malt echt schnell. Ein Kompasspfeil? Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall drauf drücken. Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Ein Pfeil. Finden wir raus, wo er hinzeigt, hm? Komm, das Boot ist gleich da unten. Ja. Yep. Und abseilen. Weg zurück. Ich könnte mich natürlich auch ein bisschen jetzt noch hier umgucken, ob es hier einen Schatz gibt. Ich denke mal, das mache ich auch. Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen. Okay, da war keiner. Der Pfeil zeigt nach da. Okay. Wir sind hier fertig. Bin dabei. Gut, jetzt immer den Pfeilen hinterher. Da ist noch einer. Der zeigt in die Richtung. Die sind echt gut versteckt, muss ich sagen. Aber auch gut sichtbar. Ich auch. Da drüben ist noch ein Pfeil. Der zeigt in die Höhle.
ich bin falsch abgebogen. Hier zeigt der Pfeil. Perfekt. Okay, machen wir hier mal Halt und klettern da hoch. Gib schon zu. Das ist ziemlich cool. Was? Die Klippe hochzuklettern? Ja, eine Klippe auf einer riesigen geheimen Pirateninsel hochzuklettern. Ernst? Klar. Also cool ist das Spiel auf jeden Fall gemacht, muss ich sagen. Wow, subtil und bescheiden waren wohl Fremdwörter für Avery, was? Na, er hatte das Geld. Er kann, der kann, stimmt's? So sieht's aus. Ah, und wir haben einen weiteren Schatz gefunden. Bronzene Dekan-Schnabelschale. Krasser Name. Okay, von da sind wir gekommen. Wir müssen dann... Hey Sam, komm, hilf mir mal. Ja, klar. Los! Okay, komm durch! Danke. Ja, klar doch. Mann, ziemlich viel heben und kriechen, was? Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. So sieht's aus. Bögen erinnern mich an die Kathedrale des heiligen Dismas. Was sonst? Keine Ahnung. Eine Leiter. Na komm. Sieh dich da oben gut um. Gut gemacht. Und? Das ist ein Pfad. Kommen wir jetzt hoch? Ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay, jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Warte. Na, supi. Sam, ich sehe schon einen Weg. Sam, hey, bist du noch da? Gott verdammt. Also, wie steht's? Er ist kaputt. Du bist schon hier oben. Wo warst du? Eine Möglichkeit suchen, dich hier raufzukriegen. Okay, dann spring rüber. Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles prima. Gehen wir weiter. Okay. Gut. Oh, ein Kreuz. Wow, super gearbeitet. Okay.
Aussicht. Du hast mich nicht gehört? Wann? Vorhin. Ich hab dich gerufen. Nichts gehört. Wieso? Warst du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja, los. Ja, wie geht's weiter? Ich versuche mal das Seil hier hoch zu... mich abzuseilen. Ich glaube, wir müssen nämlich hier entlang. Und ist da was? Einen Moment! Sam! Zwecklos! Sackgasse! Verdammt! Okay, dann also wieder zurück! Hier wird schon mal nicht lang. Ich weiß, wo wir müssen, glaube ich, hier. Hier unten ist ein Pfad. Super, ich bin hinter dir. Genau. Perfekt. Und hier können wir jetzt nach oben klettern. Falscher Weg. Ich sehe es. Das ist jetzt eine kleine Kletterparty. Okay, wir sind offenbar noch auf dem richtigen Weg. Und das ist ein Turm. Da können wir jetzt mal schauen, was wir hier sehen. Oder wo es als nächstes hingeht. Schauen wir uns mal hier um. Ah, da ist ein Schatz versteckt. Ottomanischer Helm. Sieht mir eher aus wie eine Schale, kein Helm. Naja. Dann geht's weiter. Hast du da geahnt, dass wir je sowas Irres machen würden? Nein, nicht wirklich. Okay, wo geht's weiter? Gute Frage. Ah, okay. Weg gefunden. Ui! Das ist die zweitgrößte Zisterne, die ich kenne. Halt mal, was war die größte? Erzähl ich dir später. Los, gehen wir runter. Ich
Ich schaue mich erstmal nach um, bevor wir weitergehen. Hier geht es noch lang. Aber hier ist nichts. Oder übersehe ich etwas? Womöglich. Gut. Dann geht's weiter. Das wäre fast schief gegangen. Sam, komm hier herum. Scheiße. Kommst du klar? Jawohl. Gut. Hier gibt es mehrere Wege. Wow, was ist das alles? Hier gibt's viele Vorräte. Werkzeug, Saatgut. Vorräte weit über dem Verfallsdatum. Kann's ja mal kosten. Lange das hier schon steht, ist eine gute Frage. Irgendwas gibt. Blaupausen, okay. Braunpausen. Sam, schau mal hier. Schau, Siegel von Piratenkapitän. Alle um Avery versammelt. Nicht schlecht. Sam, schau dir das Diorama an. Sieht wie eine Stadtstraße aus. Glaubst du, die haben das alles gebaut? Bei diesen Kerlen schwer zu sagen. Das ist echt gut gemacht. Nicht schlecht. Hier ist auch noch Sam, was. Hier. Hey, vielleicht wollten die einen riesigen Freizeitpark bauen. Piratenland. Averys Schiff? Die Fancy. Sie greift die Gangi Sawai an. So fing alles an. Avery und Tu halten Hof mit ihren Kapitänen. Sieht aus, als schreiben sie ihren Verhaltenskodex. Die Piratenverfassung. Nathan, das ist die Geschichte der Gründung von Libertalia. Also, was ist das für ein Ort? Eine Art Versammlungsraum. Mein Gott, hier haben sie Libertalia geplant. Die Frage bleibt aber, haben sie es durchgezogen? Das mussten sie. Schau dich doch um. Du widmest doch nicht dein ganzes Leben einer Sache und setzt dich dann einfach ab. Tja, es läuft halt nicht immer wie geplant. Das ist wahr. Es ist wie im wahren Leben. Dass manche Dinge nicht immer so ablaufen wie geplant. Na, also.
nein, 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 nein. So oder so, wir kommen da rein. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Okay. Gott, ist das schwer. Im Moment denke ich eher an meinen Rücken. Scheiße. Und eine weitere Prüfung steht uns bevor, so wie es aussieht. Offenbar steht uns eine weitere Prüfung bevor. Ganz danach aus. Du willst mich verarschen, das habe ich gesagt. So, ich schaue mich mal noch schnell um. Scheint aber nichts da zu sein.